Nein, Leute, ich habe gehört, Huggy Wuggy wurde schon wieder gefangen, schon wieder. Ja, Huggy Wuggy war ja schon mal in den Gruselkeller von Nevio gefangen. Oh, und jetzt ist er schon wieder gefangen worden, hat sich schon wieder fangen lassen, weil er ein bisschen lieb ist. Oh, Mann. Und ich muss ihn jetzt wieder retten, aber Leute, ich sehe ihn schon, okay? Ja, Leute, da vorne sehe ich ihn schon, Leute, alles klar. Ich werde jetzt mich aufmachen, um Huggy Wuggy zu retten. Und jetzt fällt ich einen Daumen nach oben, da immerhin bin ich nur wegen den Daumen nach oben auch vor die Cam gekommen. Huggy Wuggy hat also in der letzten Folge gesagt, wir müssen also Poppy Playtime um 3 Uhr nachts spielen, sodass Huggy Wuggy endgültig lieb wird. Okay, alles eine sehr komische Art und Weise, warum ausgerechnet um 3 Uhr nachts? Alles sehr komische Art und Weise und auch sehr komisches Ritual, wenn ihr mich fragt, aber wenn das halt so ist, sollte dann werden wir das jetzt wohl machen müssen. Leute, es ist noch nicht ganz 3 Uhr. Ihr seht ihr, es ist noch ein bisschen hell wegen meinem Licht halt auch teilweise. Aber Leute, um 3 Uhr wird es stockfinster sein. Also natürlich wird es bei mir auch um 3 Uhr finster sein, weil normalerweise müsste ich schlafen, aber heute werde ich so Poppy Playtime spielen müssen. Sodass Huggy Wuggy endgültig lieb wird. Oh mein Gott, Leute. Ich bin ja wirklich mal so gespannt, Leute. Mann, 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 das wird wohl passieren, alles klar. Ich würde sagen, dann warten wir jetzt halt mal so bis 3 Uhr nachts, so halt, ja, keine Ahnung, bis halt Dings, bis es halt die Teufelsrunde ist. Und dann würde ich sagen, bis später. Aber Leute, ihr schreibt gerade alle in die Kommentare, Kissy Missy ist hier und will Huggy Wuggy befreien. Leute, das ist alles sehr komisch. Leute, ich glaube, ich sollte mal nachschauen. Ich muss echt mal nachschauen, nicht dass. Leute, nicht, dass Huggy Wuggy weg ist. Ich muss halt nachschauen, ob Huggy Wuggy noch im Dings drin ist, in seinem Gefängnis, das wir ihm errichtet haben. Und, oh nein, Leute, da ist Huggy Wuggy nicht mehr. Leute, ihr seht's ja, hier ist weit und breit kein Huggy Wuggy. Leute, Huggy Wuggy ist jetzt also weg. Also, wahrscheinlich hat den Kissy Missy wirklich befreit, so wie schon mal. Oh nein, nicht, dass jetzt Huggy Wuggy wieder ganz böse wird. Oh nein. Ja, die hat gerade alle geschrieben, Huggy Wuggy wäre hinter mir, Leute. Okay, ich drehe mich nochmal um in. Leute, ich kann ja mal gucken in 3, 2, 1 und. Oh nein, Leute, das sind auch noch die Handschellen, die ich ihm noch in der letzten Folge eingelegt habe. Aber Huggy Wuggy ist weg. Oh nein, Leute, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Fuck, wir müssen Hilfe holen. Wir müssen vielleicht wieder Gamey Bescheid sagen. Was meint ihr, Leute? Kann uns Gamey helfen? Wenn ihr alle ein Like da lässt. Dann überprüfe ich mal, ob uns Gimmi helfen kann. Also ich frage dann einfach nach eurer Meinung in den Kommentaren. So können wir es doch machen, oder? Endlich bist du frei, Angie. Ich hab dich gerettet von Ayogi Game Master. Ja, das stimmt. Er hat mich gefesselt, oh ja. Weil ich ein bisschen lieb war wegen den Quinship. Aber ich hoffe, das kriegen wir alles unter Kontrolle. Irgendwas sagen wir, ich darf nicht lieb sein. Oh ja, genau, Angie. So ist es auch. Oh ja, Kissy Missy, okay. Jetzt müssen wir uns einen Plan schmieden gegen Nevio. Ja, genau. Ja, das müssen wir machen. Aber ich bin mir schon sicher, uns fällt noch irgendwas ein. Und ja, Leute, seid ihr euch auch sicher? Glaubt ihr auch an uns? Ja, Leute, ich bin mir sicher, uns fällt doch irgendwas ein. Wollen wir vielleicht Nevio wieder angreifen? Was sollen wir denn nur tun, Kissy Missy? Ja, Nevio angreifen. Das wäre doch eine super Idee. Wir sind ja noch in seinem Zimmer, wie ihr vielleicht schon seht. Also dann, Hagi-Wagi, wollen wir ihn zusammen angreifen? Oder Leute, ich würde sagen, ich greife Nevio alleine an und du stehst hier Schmiere, okay, Hagi-Wagi? Ja, so machen wir es, Kissy Missy. Alles klar, Leute. Und ich gehe zu Nebi und du kannst ruhig da sitzen bleiben, wo du gerade sitzt. Okay, Kissy Missy. Ja, für Nebi wird es gleich ein böses Erwachen geben. Oh, warum trage ich eigentlich diese Schleife? Meine Fresse, was ist das denn hier schon wieder? Ah, aber da vorne ist der ja schon. Nebio! Nebio, ich bin da! Nebio! Ich bin da, wer noch? Okay, Leute, dann wollen wir doch mal schauen, was ihr so
in den Kommentaren meint, Leute. Ihr schreibt alle, Jamie kann uns helfen. Ja, Leute, Leute, so viele schreiben das. Aber Leute, wenn ihr das schreibt, dann muss sie wirklich was dran sein. Aber Leute, ich kenne ja eigentlich Jamie. Eigentlich kann uns Jamie helfen, Leute. Deswegen sollten wir jetzt halt auch gar nicht so lange zögern und Jamie mal anrufen. Oh, oh Gottes Willen. Immer dieses scheiß Handy, Leute. Okay, jetzt rufen wir mal Jamie auf meinem Safe-Handy an. Auf meinem Undercover-Handy, kann man sozusagen sagen. Aber warte. Ich hab gerade alle bei mir, sei Kissy Missy, mein Gott. Hallo, da ist Kissy Missy, das ist Kissy Missy. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein. Leute, mir tut schon wieder alles weh. Hilfe. Oh mein Gott, nein. Bitte nicht, Kissy Missy. Was willst du? Ja, ich bin gekommen, um dich zu zerstören. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Freund Huggy Wuggy lieb machst. Kissy Missy, warum nicht? Du kannst doch auch lieb sein. Warum baust du die ganze Zeit so einen Mist? Nein, mein Huggy Wuggy soll nicht lieb sein und ich genauso wenig. Und Killy Willy genauso wenig. Niemand von uns soll lieb sein. Gar keiner. Oh Mann, Kissy Missy, warum denn nicht? Was ist denn dran so schlimm, Alter? Kissy Missy. Ich komm gar nicht mehr hoch. Ich nur ein bisschen, aber mein Kopf tut schon weh. Kissy Missy, lass mich mal bitte aufstehen. Okay, ausnahmsweise. Oh, danke, okay. Oh mein Gott, wenn ich schon wenigstens nicht oben sein darf, muss ich mich halt wieder hier draufsetzen, Leute. Ist doch auch okay. So, Leute, dann setze ich halt wieder hier drauf. Ah ja, okay, Leute, jetzt gehen meine Rückenschmerzen gleich weg. Aha, du hast Rückenschmerzen, du Loser. Ey, Kissy Missy, darüber lacht man nicht. Kissy, soll ich dir auch Rückenschmerzen verpassen? Nein. Okay. Anscheinend nicht, aber Leute. Ja, das willst du eh nicht schaffen. Okay. Sehr, sehr merkwürdig alles, aber naja, Kissy Missy, das werden wir ja wirklich alles noch sehen, ob ich das schaffen werde, aber Mann, Kissy Missy, du hast also Huggy Wuggy gerettet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich will nicht, dass er auf deiner Seite kämpft, er soll auf der bösen Seite bleiben, die böse Seite gewinnt immer und die gute Seite verliert immer. Hey, Kissy Missy, das stimmt so aber nicht. Es ist normalerweise immer umgekehrt, stimmt's, Leute? Also Leute, ihr solltet das doch wissen. Also eigentlich, sowas weiß eigentlich jeder. Fast jeder, aber Kissy Missy, Leute, scheint es anscheinend wohl nichts zu wissen. Aber Mann, Kissy Missy, was willst du denn jetzt? Überhaupt, warum bist du überhaupt hier? Mann, aber ich bin hier, um Huggy Wuggy zu befreien und um dich endlich zu besiegen. Mann, warum willst du mich überhaupt besiegen, oder... Oder Mann, Kissy Missy, du wirst schon sehen, wenn Huggy Wuggy lieb ist, dann werde ich dich halt auch lieb machen mit Huggy Wuggy. Dann werde ich mit Huggy Wuggy an deiner Seite gegen dich kämpfen, Leute. Kissy Missy, warte nur ab, dieser Tag wird irgendwann kommen. Ah, davon träumst du, aber das wird niemals in Wirklichkeit passieren, daran glaube ich. Gell, Leute, wenn ihr auf meiner Seite seid, lasst jetzt alle einen Daumen da. Nein, ich glaube, das werden die Zuschauer nicht machen, Kissy Missy. Weil Leute, soweit ich weiß, sind halt die meisten von euch auf meiner Seite. Ja, Kissy Missy, würde ich mal sagen, doof gelaufen. Oh, du machst mich sauer. Oh, du wirst schon sehen, das wird noch Rache geben. Ich werde jetzt Huggy Wuggy wieder vollständig böse machen, sodass er alle seine Fortschritte, die er gemacht hat, wieder vergisst und dann war alles für den Arsch. Oh nein, Kissy Missy. Das kannst du doch nicht machen. Warum? Warum willst du das tun? Wir haben dir doch nichts getan, Kissy Missy, Mann. Was soll das? Was, Mann, ich verstehe es einfach nicht, was das soll. Leute, versteht ihr es? Ihr versteht es doch hoffentlich genauso wenig oder wahrscheinlich. Hoffentlich ist jetzt halt ein merkwürdiges Wort, aber... Alter, nein. Hahaha, ich gehe dann jetzt mal wieder. Oh Mann, Leute, ich weiß echt nicht mehr, was ich noch tun soll, Mann, Leute, das... Leute, wir müssen uns echt bis nächste Folge irgendeinen Plan überlegen gegen Kissy, Missy und Huggy Wuggy, weil, Leute, das kann so echt nicht mehr weitergehen.